ich möchte jetzt nicht sagen, dass das auch ein bisschen was mit Aberglauben zu tun hat, aber vieles wird eben so gemacht, wie das damals Juri Gagarin gemacht hat. Das war eine Ruinenstadt. Ich meine, die Eindrücke mit diesen Fernwärmeleitungen, die da über die Straße gingen, verrostet und leckend. Einige Sachen sind bei den Russen anders, aber nicht schlechter. Kosmodrom Baikonur, kurz vor Sonnenaufgang. Eine Sojus-Rakete rollt hinaus zum Startplatz. In 3 Tagen soll sie die nächste Besatzung ins All bringen. Wer auf die internationale Raumstation ISS will, muss von hier starten. Auch Astronauten aus dem Westen. Undenkbar noch vor wenigen Jahren, denn dieser Ort inmitten der Steppe Kasachstans war eines der größten Geheimnisse der Sowjetunion. Wir sind etwas über 2 Wochen vor dem Start nach Baikonur geflogen und dann auch bis zum Start da geblieben. Und das war in der Tat eine vollkommen neue Erfahrung. Man sieht von dieser Stadt eigentlich sehr wenig. Man landet dort auf dem Flughafen, das ist eine relativ öde Gegend, fährt dann mit dem Bus durch diese Stadt, dann fällt es einem schon auf, dass das jetzt nicht gerade den neuesten Eindruck macht, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken. Naja, da muss man sagen, mir ging es anders. Ich war nicht zum ersten Mal in Russland und auch nicht zum ersten Mal in Kasachstan. Ich kannte die ganzen Geschichten. Und was da Kamele sind, das war mir klar. Baikonur ist eine Stadt, die zu Sowjetzeiten Mitte der 50er Jahre buchstäblich aus dem Nichts erschaffen wurde. Eine Stadt, die heute 60.000 Einwohner hat und in ihrer relativ kurzen Geschichte schon viele Namen trug. Tjuratam, Tsarja, Taschkent 90, dann Leninsk, schließlich Baikonur. Eine Stadt, die nur zu einem Zweck erbaut wurde, Raketen in den endlos blauen Himmel über ihr zu schießen. Aber eigentlich ist Baikonur gar nicht Baikonur. So hieß nämlich eine unbedeutende Bergbausiedlung, ein paar hundert Kilometer entfernt. Ein Trick, um westliche Geheimdienste zu verwirren. Baikonur liegt günstig, um Raketenstarts durchzuführen. So nah wie möglich am Äquator und vor allem in unbewohntem Gebiet. Aber gäbe es nicht die Raketenstarts, niemand würde hier wohl freiwillig siedeln wollen. Die Gegend ist lebensfeindlich, trocken und trostlos. Plus 40 Grad im Sommer wechseln sich ab mit minus 40 Grad im Winter. Im Freien aufhalten kann man sich eigentlich nur im Frühling und Herbst. Ohne den Fluss Syrdarja und sein Wasser könnte Baikonur nicht überleben. Viktor Kulepjetow, Jahrgang 47, hat sein Leben lang in Baikonur gearbeitet. Er war Raketeningenieur, wie schon sein Vater. Der half nach dem Zweiten Weltkrieg, die Reste der deutschen V-2-Raketenproduktion in die Sowjetunion zu schaffen. Das sowjetische Militär hatte früh die Bedeutung von Raketen als Träger von Atomwaffen erkannt. Nach Experimenten nahe Moskau suchte man nach einem besseren Gelände für die Entwicklung der ersten Interkontinentalraketen. Die Wüste Kasachstans bot hierfür gute Voraussetzungen. Entlegen, einsam, aber mit Eisenbahnanschluss. Die Wahl fiel auf Tjuratam, eine kleine Siedlung an der Bahnstrecke Moskau-Taschkent. Ab dem Frühjahr 1955 wurden mehrere tausend Bausoldaten der Roten Armee nach Tjuratam abkommandiert, um das neue Testgelände zu errichten. Die Pioniere lebten und arbeiteten unter nahezu unmenschlichen Bedingungen. Die Abschussanlagen hatten Vorrang im Rennen um die Raketentechnik. Baikonur war von Beginn an eine militärische Operation. Die schwerste Zeit war in den 50er Jahren, als unsere Stadt aus der Wüste entstanden ist. Damals hatten wir keine Möglichkeit, Lebensmittel zu lagern oder frisch zu halten. Es gab keinerlei Komfort. Alle Kraft wurde für den Bau der Startanlagen für die Raketen verwendet. Die Menschen haben so gelebt, wie es die Verhältnisse erlaubt haben. Wenn wir jetzt hinunter zum Flussufer gingen, könnten wir die Erdlöcher sehen, in denen die Menschen gehaust haben. Unser Volk überlebt überall,
unter allen Bedingungen. Je schwieriger die Lage, desto größer ist der Überlebenswille. Sergei Koroljow wird Chefkonstrukteur des russischen Raketenprogramms. Im Westen ist er damals so gut wie unbekannt. Seine Devise: Je einfacher eine Konstruktion, desto genialer ist sie. Kompliziert bauen kann jeder. Auf seiner R-7-Rakete basiert bis heute die bemannte russische Raumfahrt. Mit ihr wird der erste Satellit Sputnik 1 in den Erdorbit geschossen. Ein deutliches Zeichen, dass die Sowjetunion im Rennen um den Weltraum vorn liegt. Aber auch beim Bau von militärischen Interkontinentalraketen. Ein Schock für den Westen. Nur einen Monat später fliegt das erste Lebewesen in den Weltraum. Eine Rückkehr ist nicht vorgesehen. Die Hündin Laika stirbt bereits wenige Stunden nach dem Start, vermutlich an einem Hitzschlag. Geplant war, sie nach 10 Tagen mit vergiftetem Futter einzuschläfern. Am 24. Oktober 1960 ereignet sich in Baikonur der schlimmste bekannte Raketenunfall. Während der Startvorbereitungen explodiert eine militärische R-16-Rakete. Mehr als 120 Menschen kommen um, darunter viele wichtige Spezialisten des Raumfahrtprogramms. Ein Rückschlag auch für die Pläne, den ersten Menschen ins All zu schießen. Koroljow plant, seine R-7 um eine Stufe zu erweitern und so eine kugelförmige Kapsel mit einem Kosmonauten an Bord in den Orbit zu bringen. Ende 1960 sind 6 Luftwaffenpiloten in der Auswahl für den ersten Flug und werden für den Einsatz geschult. Darunter Juri Gagarin und German Titov. Mit einfachsten Mitteln hält sich die Gruppe fit für den Start. Um Entwicklungszeit zu sparen, gibt es kein System für eine weiche Landung. Der Kosmonaut soll in 7 Kilometern Höhe per Schleudersitz aus der Kapsel geschossen werden und mit einem Fallschirm landen. Ein letzter Test im März 1961. Start, Orbit und Wiedereintritt mit einer Kosmonautenpuppe an Bord. Im Innern des Druckanzugs sind Meerschweinchen mitgeflogen. Sie haben überlebt. Das Vostok-Raumschiff ist ein... Die schwerste Zeit war in den 50er Jahren, als unsere Stadt aus der Wüste entstanden ist. Damals hatten wir keine Möglichkeit, Lebensmittel zu lagern oder frisch zu halten. Es gab keinerlei Komfort. Alle Kraft wurde für den Bau der Startanlagen für die Raketen verwendet. Die Menschen haben so gelebt, wie es die Verhältnisse erlaubt haben. Wenn wir jetzt hinunter zum Flussufer gingen, könnten wir die Erdlöcher sehen, in denen die Menschen gehaust haben. Unser Volk überlebt überall, unter allen Bedingungen. Je schwieriger die Lage, desto größer ist der Überlebenswille. Sergei Koroljow wird Chefkonstrukteur des russischen Raketenprogramms. Im Westen ist er damals so gut wie unbekannt. Seine Devise: Je einfacher eine Konstruktion, desto genialer ist sie. Kompliziert bauen kann jeder. Auf seiner R-7-Rakete basiert bis heute die bemannte russische Raumfahrt. Mit ihr wird der erste Satellit Sputnik 1 in den Erdorbit geschossen. Ein deutliches Zeichen, dass die Sowjetunion im Rennen um den Weltraum vorn liegt. Aber auch beim Bau von militärischen Interkontinentalraketen. Ein Schock für den Westen. Nur einen Monat später fliegt das erste Lebewesen in den Weltraum. Eine Rückkehr ist nicht vorgesehen. Die Hündin Laika stirbt bereits wenige Stunden nach dem Start, vermutlich an einem Hitzschlag. Geplant war, sie nach 10 Tagen mit vergiftetem Futter einzuschläfern. Am 24. Oktober 1960 ereignet sich in Baikonur der schlimmste bekannte Raketenunfall. Während der Startvorbereitungen explodiert eine militärische R-16-Rakete. Mehr als 120 Menschen kommen um, darunter viele wichtige Spezialisten des Raumfahrtprogramms. Ein Rückschlag auch für die Pläne, den ersten Menschen ins All zu schießen. Koroljow plant, seine R-7 um eine Stufe zu erweitern und so eine kugelförmige Kapsel mit einem Kosmonauten an Bord in den Orbit zu bringen. Ende 1960 sind 6 Luftwaffenpiloten in der Auswahl für den ersten Flug und werden für den Einsatz geschult. Darunter Juri Gagarin und German Titov.
Mit einfachsten Mitteln hält sich die Gruppe fit für den Start. Um Entwicklungszeit zu sparen, gibt es kein System für eine weiche Landung. Der Kosmonaut soll in 7 Kilometern Höhe per Schleudersitz aus der Kapsel geschossen werden und mit einem Fallschirm landen. Ein letzter Test im März 1961. Start, Orbit und Wiedereintritt mit einer Kosmonautenpuppe an Bord. Im Innern des Druckanzugs muss von hier starten. Auch Astronauten aus dem Westen. Undenkbar noch vor wenigen Jahren, denn dieser Ort inmitten der Steppe Kasachstans war eines der größten Geheimnisse der Sowjetunion. Wir sind etwas über 2 Wochen vor dem Start nach Baikonur geflogen und dann auch bis zum Start da geblieben. Und das war in der Tat eine vollkommen neue Erfahrung. Man sieht von dieser Stadt eigentlich sehr wenig. Man landet dort auf dem Flughafen, das ist eine relativ öde Gegend, fährt dann mit dem Bus durch diese Stadt, dann fällt es einem schon auf, dass das jetzt nicht gerade den neuesten Eindruck macht, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken. Naja, da muss man sagen, mir ging es anders. Ich war nicht zum ersten Mal in Russland und auch nicht zum ersten Mal in Kasachstan. Ich kannte die ganzen Geschichten. Und was da Kamele sind, das war mir klar. Baikonur ist eine Stadt, die zu Sowjetzeiten Mitte der 50er Jahre buchstäblich aus dem Nichts erschaffen wurde. Eine Stadt, die heute 60.000 Einwohner hat und in ihrer relativ kurzen Geschichte schon viele Namen trug. Tjuratan, Tsarja, Taschkent 90, dann Leninsk, schließlich Baikonur. Eine Stadt, die nur zu einem Zweck erbaut wurde, Raketen in den endlos blauen Himmel über ihr zu schießen. Aber eigentlich ist Baikonur gar nicht Baikonur. So hieß nämlich eine unbedeutende Bergbausiedlung, ein paar hundert Kilometer entfernt. Ein Trick, um westliche Geheimdienste zu verwirren. Baikonur liegt günstig, um Raketenstarts durchzuführen, so nah wie möglich am Äquator und vor allem in unbewohntem Gebiet. Aber gäbe es nicht die Raketenstarts, niemand würde hier wohl freiwillig siedeln wollen. Die Gegend ist lebensfeindlich, trocken und trostlos. Plus 40 Grad im Sommer wechseln sich ab mit minus 40 Grad im Winter. Im Freien aufhalten kann man sich eigentlich nur im Frühling und Herbst. Ohne den Fluss Syrdarja und sein Wasser könnte Baikonur nicht überleben. Viktor Kulepjetow, Jahrgang 47, hat sein Leben lang in Baikonur gearbeitet. Er war Raketeningenieur, wie schon sein Vater. Der half nach dem Zweiten Weltkrieg, die Reste der deutschen V-2-Raketenproduktion in die Sowjetunion zu schaffen. Das sowjetische Militär hatte früh die Bedeutung von Raketen als Träger von Atomwaffen erkannt. Nach Experimenten nahe Moskau suchte man nach einem besseren Gelände.